Hallo. Hallo. Wir machen mal ein neues Projekt, diesmal nur Jan und ich halt, weil ja, ist nur ein Zweispieler-Spiel. Wäre auch schwierig. Und zwar Dead Space 3 ist auch jetzt schon etwas älter, aber wir haben nichts Neues gefunden. Und ja. Zwangsweise quasi. Das Schlimme ist, wir haben wirklich nichts gefunden. Es gibt ja auch eigentlich wenig gute Koop-Spiele. Das bringt doch nichts. Also einer? Hier, Whiskey 250. Also einer? Hier, Whiskey 250. Cyrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Wollten Sie einfach den Weg, den ich Ihnen schickte? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, wo der Arme verloren. Verdammt! Dem Wegpunkt folgen! Dem folgen wir seit 3 Stunden und haben nur Komma nichts gefunden! Achso, und wir spielen beide blind. Alter, du bist gerade voll leise. So besser, eventuell. Ja, schon, aber mein Audio könnte etwas leiser sein. Hey! Was war das? Achso, ich wusste, ja, ist okay. Schmeiß mich halt aus dem Menü. 45. Ja, passt doch. 45 sollte eigentlich ganz passen, professionell, oder? Wie man merkt, ja auch. Ja, ich wusste direkt halt nicht. So. Warum laufen wir falsch? Und müssen wir überhaupt hin? Achso, B. Ah, da. Wie wir auch keine Munition haben, irgendwie. Nee, aber du kannst sprinten. Ja. Sieh die Hand vor Augen nicht! Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Oh, komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Danke. Na, Robin, erstmal an die Tür. Oh nein. Heilige Scheiße. Was mich ein bisschen stört, das Spiel läuft nur mit 30 FPS gerade. Aber. Ja, wahrscheinlich. Das ist wegen V-Sync. Aber. Keine Maus hinterher. Die Maus zieht nicht hinterher oder sonst was. Drehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Super! Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hinein schießen. Was war? Alter, war. Ist immer noch voll laut, Mann. Ja, bei mir auch. Das ist halt echt in der Sound ziemlich krass. Ja, hau mich halt aus dem Menü raus, danke. Ja, aber da mach ich auch noch etwas leiser. Das regt voll auf! Ja, wie gesagt, richtig, richtig professioneller Start direkt. Alter, willst du hier nicht verarschen? Dann mach ich dann auch etwas lauter wieder. Dann warte doch wenigstens diesmal, man, jedes Mal wird zurück. Ja, das ist voll behindert, da kann ich doch nichts hören. Ja, wenn du dann wieder aus dem Menü rausgehst, natürlich kannst du das was hören. Ja, bei uns läuft so richtig. Ja, so denn sonst was tun? Ja, das ist auf jeden Fall. Man, aber man kann ja nicht wissen, dass das Spiel einfach nur so eine schlechte Soundeinstellung hat.
Ich meine, es ist auf 30 bei mir und es ist übel laut. Jetzt passt Munition. Ja, bei mir auch. Oh. Na, bei mir nicht mehr. Will hier nicht ins Dunkle. Wie sie zerfetzt hat. Am besten, wenn die auf dem Boden liegen. Nochmal drauf drehen. Ah, sorry. Falsche Inventar Taste. Ist I. Oh, falsche Taste. Ja, wie kann ich denn das Inventar schließen? Tab! Ja. Tab! Hör doch mal auf! Tab! Ja, ich weiß. Aber ich hab ausgedrückt, dann hast du wahrscheinlich. Oh. Kennst ja Dead Space, wenn die auf dem Boden liegen, drauf treten am besten nochmal. Ah, hier liegt noch Muni. Das mit den 30 FPS stört mich irgendwie. Aber ich will jetzt V-Sync nicht auch noch ausmachen. Nochmal Menü ist ein bisschen dumm. Ich blockiere jetzt die Leiter. Ich will da nicht hoch. Da war gerade was. Ich weiß. Deswegen geh ruhig vor. Ja, kein Problem. Ja, sehr schlau. Hast du gut ja. gemacht. Hab ich gut gemacht. Dachte ich mir auch. Hauptsache so schlau und sich die Seilwinde dran bin. Hat die fast runtergeflogen. Alter. Warum ist eigentlich die Turbine jetzt auf einmal an? Du hast es drauf. Habe ich nicht so ganz verstanden, was man meint. Ha, ich hab einfach ausweichen! Gesehen, kann. Ja, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, man bewegt sich von alleine. Trotzdem, warum ist auf einmal die Turbine an? Keine Ahnung. Alter, was für ein Durcheinander, ne? Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören.
und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden und zu wenig Mutter. Die Unternehmen, mit denen wir eintreffen. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Schuf ich. Die Regierung zwang mich. Und sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Barry. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Jo. Ah, ich bin der coole Typ mit dem roten Anzug. Noch Daron? Ja. Okay. Wird aber ziemlich viel gesprochen am Anfang. Denke viele von. Ah, wobei, ja, ich weiß nicht, ob alle die Vorgeschichte von. So, was wolltest du sagen? Ob alle die Vorgeschichte von Dead Space kennen? Oh, viele, denke ich mal. Ja, ich denke auch, man kann es sehr grob zusammenfassen. Der Isaac, der den Robin gerade spielt, der war auf so einem Art Forschungsschiff, was von irgendeinem Parasiten oder sonstiges befallen ist. Und das hat halt so eine ganze Kolonie besetzt. Wie ging denn nochmal der Nahkampf? Nachgucken. Und er musste quasi. Im ersten Teil ist er von dieser Kolonie, musste er erstmal fliehen, oder? Der Finger gar nicht mehr so ganz genau im Kopf. Ich glaube. Beziehungsweise er war ja auf so einem großen Schiff. Und hatte da halt auch irgendwie. Wie ging jetzt der Kampf? Gibt's nicht. Gibt's nicht, okay. Ah, vielleicht später noch. Hey. Wer zum Teufel sind Sie denn? First Guards, letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Das ist Sergeant John Carl. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Aber man kann